Indie-Folk ertönt aus dem Proberaum, einem Keller in Kurtatsch. Drei der fünf Bandmitglieder feilen an ihren Songs. Benedikt Sanol ist der Leadsänger. Er hat meistens die Ideen, die er gemeinsam mit seinen Bandkollegen musikalisch umsetzt. Wir heißen Timber Roots, das schreibt man Timbre Roots und die meisten sagen Timber Roots, aber wir heißen eigentlich Timber Roots. Timber Roots heißt nichts anderes wie Klangfarbenwurzeln, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Und das hat praktisch den Ursprung, dass wir durch unsere Musik eigentlich eine Dimension oder eine Wellenlänge schaffen, in der sich jeder und jede geborgen fühlt und dazugehörig fühlt. Um Dazugehörigkeit geht es auch in dem ersten Musikvideo von Timber Roots. Einen Tag lang hat die Band im Kulturhaus in Kurtatsch mit Schauspielern gedreht. Das Lied Let's Give Them a Chance thematisiert die Flüchtlingsproblematik, aber nicht nur. Da haben wir uns im Vorhinein schon Überlegungen gemacht und da haben wir uns eben gedacht, es war cool, wenn man andere Leute auch einbringen hat, also Randgruppen, wie schon gesagt, Obdachlose oder Leute vielleicht ein bisschen anders ausschauen, eine andere sexuelle Orientierung haben und so. Und da haben wir uns schon Gedanken zu Szenen gemacht, wie wir das so darstellen können, dass man das auch versteht. Timber Roots hat eigene Lieder, aber auch Coversongs im Repertoire. Vor kurzem konnten die Jungs wieder gemeinsam vor Publikum die Bühne rocken. Ich glaube, ich spreche für jeden Musiker, das hat uns alle gefallen. Jetzt haben wir eben erst wieder Auftritte gehabt in der Messe. Es ist schon ein tolles Gefühl, endlich wieder einmal vor Leuten zu spielen, auf der Bühne zu stehen, zu sagen, was man jetzt alles gemacht hat in der Zeit. Am Anfang war es schon wieder ungewohnt ein bisschen, aber da kommt man schnell wieder rein und man merkt auch, die Leute, die was im Publikum hocken, die haben alle Lust auf Live-Musik und dass wieder was los ist sozusagen. Und das gibt uns logisch auch ein super Gefühl auf der Bühne. Zurzeit ist die Band fleißig am Schreiben neuer Songs. Ein Album und Konzerte sind geplant. Nach der Corona-Zwangspause wollen sie nun richtig durchstarten.